Neues Semester, neue Möglichkeiten. Hey Freunde, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ihr in diesem Semester ein paar Sachen nicht ganz so optimal gemacht habt. Dass ihr vielleicht hier und da ein bisschen Optimierungsbedarf habt und jetzt zum Beispiel euer kommendes Semester ein bisschen besser organisieren und strukturieren wollt, damit ihr dann auch insgesamt bessere Leistungen bringen könnt. Bei mir war das fast immer so, ich habe am Ende jedes Semesters mal kurz überlegt, was hat dieses Semester nicht ganz so gut funktioniert und was kann ich mit Blick aufs kommende Semester besser machen, um entsprechend besser zu werden. Genau deshalb will ich mit euch jetzt mal das kommende Semester vorbereiten, indem wir mal das Organisationssystem, das einige von euch wahrscheinlich schon kennen, mal von vorne bis hinten durchgehen und auch fürs neue Semester quasi neu aufsetzen. Für diejenigen von euch, die den noch nicht haben, ihr könnt einfach mal schauen, welche Punkte vielleicht relevant sind, welche Sachen ihr euch fürs kommende Semester auch selbst in eurem eigenen Organisationssystem festhalten wollt und worauf ihr achten müsst. Und genau, so oder so werdet ihr mit Sicherheit davon profitieren. Lasst uns also direkt loslegen. Wir fangen hier jetzt also in meinem Studium-Companion in dieser Übersichtsseite für mein Studium an. Und wir gehen jetzt einfach mal von vorne bis hinten durch, gucken, was wir jetzt fürs kommende Semester anpassen müssen. Bei den allgemeinen To-Dos gibt es aktuell wahrscheinlich noch nicht super viel zu tun. Was mir gerade einfällt, während ich das Video hier aufnehme, ist, dass ich noch diese Energiepauschale, diese Einmalzahlung beantragen muss. Energiepauschale beantragen. Das ist jetzt so voll random, aber ist eine Sache, die ich tatsächlich noch erledigen muss. Aber ansonsten gibt es bei den To-Dos nicht mehr viel gerade einzutragen, weil das Semester jetzt bei mir zumindest aktuell gerade vorbei ist. So viel also zu den To-Dos. Bei den Fristen und Terminen logischerweise gibt es gerade auch nicht super viel, was man da beachten muss. Falls ihr vom letzten Semester hier noch Sachen drin habt, denkt dran, die quasi abzuhaken. Um mal kurz zu zeigen, wie das funktioniert für diejenigen, die den Companion noch nicht haben. Hier ist einfach nur ein Filter gesetzt. Einerseits wird hier gefiltert nach fertig ist abgehakt oder nicht abgehakt. Also je nachdem, ob es fertig ist, erscheint das hier oder nicht. Und wenn es eben noch nicht fertig ist, dann ist es hier drin. Und wenn es schon fertig ist, dann ist es nicht mehr drin. Wenn wir jetzt hier mal auf abgehakt klicken, dann seht ihr auch die ganzen Prüfungen, die ich schon hinter mir habe und die entsprechend erledigt sind. Da gibt es also wie gesagt auch nicht super viel zu tun. Wir gehen einfach mal direkt weiter und kommen zu den Lernseiten. Hier kann man jetzt tatsächlich schon mal ein bisschen mehr machen, denn die Module aus dem letzten Semester brauchen wir erstmal nicht mehr. Das heißt, wir können hier erstmal die hier alle rauslöschen einfach, indem wir reinklicken und die Backspace-Taste, also diese normale Löschen-Taste drücken. Und das Ding ist, die sind jetzt nicht wirklich weg. Also das waren ja nur Verlinkungen zu den Seiten. Die eigentlichen Seiten liegen immer noch ganz genau da, wo die vorher waren. Und zwar hier unten im Archiv. Das Archiv, das habe ich euch, oder hat jeder von euch, der die Vorlage hat, hat das auch in seinem Studium-Companion. Und ihr könnt hier dann quasi ins Studium-Archiv gehen. Bei mir ist jetzt noch unterteilt, Bachelor, Master und so weiter. In meinem Fall war das eben im Master und dann sind hier die Originalseiten verlinkt. Oder, nee, nicht verlinkt, sondern abgelegt. Das sind die Originalseiten. Lasst uns aber wieder auf die Startseite gehen. Und, nee, Moment, hier, so. Und da müssen wir jetzt gucken, okay, wenn die Seiten da weg sind, wie kriegen wir denn jetzt hier neue Module rein? Das ist auch eine Frage, die ein paar von euch immer wieder gestellt haben, denn das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, wie das funktioniert. Gehen wir dafür auch wieder ins Archiv, weil, wie ihr gerade gesehen habt, liegen da die ganzen Seiten ab. Und ich mache jetzt hier mal den Master. Und ihr könnt jetzt hier beispielsweise unter meinem Modul aus dem letzten Semester Unternehmensführung kann ich jetzt hier reinklicken und kann hier einfach eine neue Seite machen. Seite, und das ist halt die neue Lernseite für das Modul, das wir jetzt neu im kommenden Semester haben. Ich habe jetzt natürlich noch kein konkretes Beispiel, aber sagen wir einfach mal Modul XY und das war es an dieser Stelle auch schon wieder. Wir können wieder zurückgehen. Jetzt sehen wir, das ist hier im Semester eingefügt und wir gehen wieder auf die Startseite. Und jetzt können wir hier einfach nur über Add eine Seite suchen. Wenn wir Add eingeben und dann Modul XY, dann wird es auch direkt vorgeschlagen, kann ich jetzt hier auswählen. Und so habe ich jetzt das neue Modul oder dieses neue Fach, das ich im kommenden Semester habe, auch hier wieder auf der Startseite verlinkt und kann, sobald ich dafür lerne, hier auf die Seite gehen und meine ganzen Lernnotizen eintragen. Und so ist der Studium-Companion dann wieder fürs neue Semester vorbereitet. So kannst du quasi deine ganzen neuen Module hier einfach eintragen, indem du kurz ins Archiv gehst und ein neues Modul anlegst
und dann eben das mit Add verlinkst. Du siehst auch, dass du hier einen Button hast, der heißt Neues Semester. Und genau dafür habe ich den auch eingebaut. Nämlich, wenn das eine Semester vorbei ist und wir ein neues Semester haben, können wir eigentlich auch einfach nur auf Neues Semester drücken. Und dann wird hier komplettes neues Semester angelegt mit neuen Modulen. Und ihr könnt dann hier einfach reinklicken, das Modul umbenennen. Modul, oder sagen wir einfach mal Mathe 3. Wir gehen wieder in die auf die Startseite und machen hier das gleiche, drücken Add, sagen Mathe 3 und Moment, wo ist es? Moment, habe ich das? Okay, habe ich es gerade falsch benannt? Ne, Mathe 3. So, nochmal. Ach, ja? Ne. So, Mathe. So, da ist es. Okay. Habe ich mich schon gewundert. Das hat wahrscheinlich im Moment gedauert, dass das quasi bei der Suche verfügbar ist, weil das gerade erst erstellt wurde. Aber jetzt ist es da und jetzt kann man es genauso hier verlinken und dann hat man auch ein neues Semester. Also du kannst selber entscheiden, ob du einfach über den Button quasi diesen neues Semester-Button diese ganzen Module dir einfügst und die einfach nur umbenennst oder ob du es ein bisschen manueller machst und dann quasi hier bei irgendeinem Modul drunter klickst und da eine neue Seite erstellst und das halt irgendwie benennst. Genau, so viel dazu. An der Stelle gibt es dann auch gar nicht mehr so viel mehr zu tun beim Lernplan. Ich hoffe mal, du hast den sehr, sehr fleißig abgearbeitet und hier ist jetzt auch nichts mehr drin. Hier ist ja auch der Automatismus so eingebaut, dass wenn man etwas erledigt, machen wir mal kurz ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier Fortschritt, das ist 100%. Das ist eigentlich relativ egal, das ist auch relativ egal. Und sagen wir mal, wir haben diese Aufgabe jetzt erst in Arbeit gehabt und sobald die fertig ist, dann verschwindet die auch. Und deshalb sollte das im besten Fall bei dir auch alles so, ja, so gut wie neu aussehen, sodass du das auch im kommenden Semester genauso wieder benutzen kannst. Für die Prüfungen dieses Semester kannst du einmal schauen, da habe ich jetzt gerade nämlich auch noch was ausprobiert. Denn eine Sache, die bei Notion immer wieder passiert, ist, dass es kleine Updates gibt, über die jetzt gar nicht so großartig geredet wird. Und jetzt, seit relativ kurzer Zeit, gibt es die Möglichkeit, bei dem Filtern nach bestimmten Daten, also hier das Enddatum zum Beispiel, wann diese Prüfung fällig war oder wann die stattgefunden hat, da kann man jetzt auch ganz spezifisch filtern nach 3 Monaten oder in den letzten 3 Monaten, in den nächsten 3 Monaten oder 2 Monaten oder 4 Monaten. Das ist relativ neu, weil vorher waren das immer nur so, ich glaube, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr oder so. Also man konnte da nicht irgendwie einzelne Angaben für bestimmte Monate angeben, sondern musste ja, sich entweder für Woche, Monat oder Jahr entscheiden. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall und das ist super praktisch, weil wir jetzt eben nach, sagen wir mal, 3, 4 Monaten filtern können, den letzten 3, 4 Monaten, weil in diesen x Monaten halt die letzten Prüfungen stattgefunden haben. Sagen wir mal, in meinem Fall einfach in den letzten 4 Monaten und dann sehe ich auch hier meine ganzen Hausarbeiten und Präsentationen. Ich meine, ich sage euch ja immer wieder, bei mir im Master ist es mittlerweile wirklich so, dass es fast nur noch Hausarbeiten und Präsentationen sind oder mündliche Prüfungen. Genau, das sieht man auch an der Liste der Prüfungen hier, glaube ich, ganz gut. So viel also zu den Prüfungen. Ihr könnt hier mit diesem Filter einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Dann seht ihr auch, zum Beispiel in meinem Fall kann ich auch noch weitere Filter machen. Wenn ich jetzt hier mal ganz lange mache, dann seht ihr auch, dass es wird immer mehr. Das sind dann alle Prüfungen aus auch dem Semester davor und so weiter und so fort. Also ist ganz interessant zu sehen, welche Prüfungen man denn so insgesamt schon mal abgelegt hat, was man alles gemacht hat. Und ja, ist ganz, ganz cool. Neben dem Stundenplan gibt es den Notenrechner, der ist auch hier verlinkt. Jetzt schaue ich mal gerade nach, was ich bisher so für Noten geschrieben habe. Okay, ich habe bis jetzt nur 2 weitere Noten gekriegt. Und zwar Management von Rechenzentren. 5, das war eine 1,3. Und Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft, auch 5 Credits und auch eine 1,3. Ich habe noch 3 offene Prüfungen, also die ich schon gemacht habe, aber wo ich noch keine Note gekriegt habe, deshalb kann ich an der Stelle nicht viel mehr machen. Aber immerhin das schon mal und ihr seht jetzt auch, im besten Fall, also das Ding ist, das braucht jetzt wahrscheinlich einen Moment, um zu aktualisieren,
Aber jetzt gleich, irgendwann wird das Bild hier auch die Vorschau aktualisiert und dann würde ich jetzt diese zwei zusätzlichen Module auch hier sehen. Genau, und dann habe ich diesen Notenschnitt und meinen Notenrechner immer im Blick. Gehen wir mal weiter, Studienverlaufsplan. Ich glaube, da ist relativ klar, dass man da nichts ändern muss. Wichtige Links, hat sich auch nichts verändert. Und Semesterziele, hat sich wahrscheinlich schon was verändert, beziehungsweise sollte man im Zweifel doch nochmal gucken, ob man jetzt fürs kommende Semester nicht irgendwie andere Ziele hat. Alle Prüfungen bestehen habe ich beispielsweise geschafft. 15 Stunden pro Woche lernen habe ich auch geschafft. Den Schnitt um 0,1 verbessern. Gerade ist er gleich geblieben. Schauen wir mal, was die anderen Prüfungen noch bringen. Ist natürlich aber auch ab einem gewissen Punkt, jetzt bei einem 1,5er Notenschnitt, ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, den Schnitt zu verbessern. Da muss man eigentlich fast nur 1,0 schreiben oder, ja okay, wenn ich alles 1,3 kriege, dann wird der wahrscheinlich auch nochmal besser vielleicht. Und deshalb schauen wir einfach mal, was bei den anderen Prüfungen bei rumkommt. Ich habe euch hier aus einem anderen Video auch diesen Mountain of Tomorrow, meine Möglichkeit, um die Semesterziele so ein bisschen zu visualisieren, mal verlinkt. Beziehungsweise das ist hier verlinkt, das ist nicht in der Vorlage verlinkt leider. Aber wie das Ganze funktioniert und so weiter, habe ich euch in dem Video gezeigt, das ich auch in der Infobox verlinkt habe. Ansonsten ist das Wichtigste, was wir jetzt noch machen müssen, einmal in die Semesterretro zu gehen, denn die ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir die am Ende des Semesters machen. Und ich lege jetzt mal eine neue an, Wintersemester 22/23. Dann gehe ich hier mal rein. Moment, so, Semesterretrospektive, das ist die Vorlage dafür. Die habt ihr auch alle in dem Studium-Companion drin. Also ihr müsst da jetzt auch nichts irgendwie selber bauen, sondern das ist alles da drin. Und hier kann man jetzt einmal kurz reflektieren, wie das Semester gelaufen ist, was ihr besser machen müsst, was ihr vielleicht auch besser machen möchtet, was nicht so gut funktioniert hat und so weiter und so fort. Also wir fangen einfach mal ganz kurz vorne an. Ich werde das jetzt nicht alles ausfüllen, weil man sich da auch ein bisschen Zeit nehmen soll. Man soll das in Ruhe machen und nicht unbedingt so schnell. Deshalb werde ich das auch gleich noch in Ruhe machen. Aber ich will euch mal kurz zeigen, worum es dabei geht. Einmal eine Gesamteinschätzung, ob man zufrieden ist mit dem Semester. Ein paar Schlüsselfragen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Was mache ich weiterhin so und was mache ich ab nächstem Semester hoffentlich ein bisschen anders. Dann die Analyse, woran lag es denn, was waren die Probleme, was waren die Ursachen für die Probleme und was kann man eben im nächsten Semester besser machen oder wie kann man relativ sicherstellen, dass es nächstes Semester nicht genau die gleichen Probleme werden. Dann zoomen wir so ein bisschen raus, wir gucken uns an, was denn so grundsätzliche Gewohnheiten waren, die vielleicht auch Einfluss auf das Studium und auf unsere Ergebnisse hatten. Und was grundsätzliche Denkweisen waren, die genauso Einfluss auf das Studium und auf unsere Ergebnisse hatten. Zuletzt eine kurze Übersicht für die Noten und dann gucken wir uns noch ein paar Zitate an, lesen uns die nochmal durch. Einfach nur, um motiviert zu sein, um aus den Fehlern zu lernen und fürs kommende Semester bereit zu sein. Nehmt euch dafür ein paar Minuten, damit ihr es vernünftig ausfüllt. Ansonsten, falls das Semester nicht so gut gelaufen ist, dann habt ihr auch die Motivationsecke. Da habe ich euch ein paar Sachen verlinkt, Inhalte, die euch hoffentlich ein bisschen motivieren, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, auch wenn es gerade ein bisschen schwieriger war. Und zuletzt haben wir noch einen neuen Teil des Studium Companions, nämlich die Hausarbeiten und Research-Seite. Die ist ganz hilfreich, wenn ihr irgendwie Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, Seminararbeiten, irgendwas schreiben müsst und dafür ein bisschen recherchieren müsst, erstmal ein paar Quellen zusammensucht, dann könnt ihr quasi dieser Anleitung hier folgen, um eine Chrome-Extension bei euch zu installieren und im Anschluss könnt ihr auf den Seiten beispielsweise die Texte, die da auf den Seiten stehen, einfach markieren und wenn ihr auf dieser Website dann den Text markiert und per Rechtsklick das in Notion exportiert, dann landet das alles in dieser Tabelle und dann könnt ihr im Anschluss, wenn ihr anfangt zu schreiben, einfach nur noch in diese Tabelle gucken, ihr seht genau, wo das herkam, habt den Link dazu. Den Autor oder die Autorin könnt ihr entsprechend noch eintragen, zu welchem Modul das gehört, könnt ihr eintragen. Das soll die ganze Recherchearbeit ein bisschen vereinfachen, weil ihr dann genau wisst, was wichtig ist. Ihr habt die ganzen Inhalte schon mal irgendwo hinterlegt und müsst nicht die ganze Zeit im Internet wieder die Website suchen, die ihr vor einer Woche mal kurz gesehen habt. Könnt ihr natürlich beispielsweise auch hier so eine Eigenschaft hinzufügen wie ein Kontrollkästchen, das nennt ihr fertig. Ihr könnt das abhaken. Und geht ihr dann einfach mal kurz durch, fertig, 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 dat, dat.
Und dann könnt ihr auch hier filtern nach fertig ist nicht abgehakt. Und dann sind die auch alle weg. Also falls euch die alten stören, könnt ihr das so machen. Falls nicht, könnt ihr es auch einfach so lassen. Und seht immer anhand des Moduls, für welches Modul die verschiedenen Quellen relevant sind. Musik und Sounds, auch die sind relativ wichtig. Also nutze ich sehr, sehr viel. Ich hoffe mal, diejenigen von euch, die die Vorlage haben, auch. Aber hier muss man natürlich jetzt nichts ändern. Hier kann man einfach jederzeit loslegen mit Naturgeräuschen, dem Pomodoro-Timer und den verschiedenen Playlists, die ich euch hier verlinkt habe. Genau. Und egal, ob ihr jetzt die Vorlage habt oder euch das Ganze selber baut, ich hoffe mal, jetzt habt ihr eine grobe Übersicht, was ihr fürs kommende Semester braucht, wie ihr entweder die Vorlage oder euer eigenen Notion-Space für das kommende Semester vorbereitet und genau so das Beste aus dem kommenden Semester macht. Natürlich habe ich euch die Vorlagen in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt, also falls es für euch interessant ist, schaut euch das gerne mal an. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen Hammertag und einen Hammerstart in das kommende Semester. Macht das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.